Hallihallo und herzlichst willkommen zu einem ersten Let's Play Part von Wer wird Millionär? Hier bei Deus Nemesis. Wir machen ein Spiel des Tages, wo ich mal zeigen, wie hardcore mein Physikstudium sich gelohnt hat. Wir werden hart verkacken, da bin ich mir absolut sicher. Wir werden nicht die 30 Sekunden nehmen, weil was ein guter Physiker macht, ist möglichst lange über alles drüber nachdenken. Und ehrlich gesagt möchte ich auch ungern die Risikovariante nehmen. Ich gehe so schon zu häufig Risiko. Da wird das, wobei so ein Zusatzzucker könnte ziemlich geil sein. Vielleicht brauche ich den später noch. Ich kann ja einfach bei 16.000 aussteigen, dann passt das. Auf geht's, was soll schon schief gehen. So, also. Scheinbar müssen wir die Einspielungsrunde mitspielen. Ich habe das übrigens bisher nur bei Pizza mitgesehen, da war es immer sehr, sehr witzig. Und dachte mir, okay, wenn ich eh nicht in Leipzig bin, kann man auch mal kurz was raushauen und schauen, ob es euch gefällt oder nicht. Also, ordnen Sie die Alben Help, das ist aber sowas von Beatles, I Need Somebody's Help, Escape Pology, keine Ahnung, und Nevermind die jeweiligen Künstlern zu. Okay, Help, Thriller ist Michael Jackson, das weiß ich jetzt, Escapology und Nevermind. Also, eigentlich soll ich von Robbie Williams alles kennen. Zum Beispiel Jungman G war sehr, sehr cool. Ich würde einfach mal sagen, Nevermind ist Nirvana, dann wäre das so rum. Jawohl! Und diese Antwort hat mir nichts gebracht. Easy. Also für alle, die Wer wird Millionär nicht kennen, es gibt immer Fragen. Wenn man die beantwortet, bekommt man mehr Geld. Man steigt hier rechts oben die Leiste nach oben. Man kann links die Joker benutzen oder beenden. Wenn man beenden, bekommt man das Geld, was man momentan hat. Wenn man falsch antwortet, fällt man auf den letzten Checkpoint zurück. Das sind hier 500 und die 1 Million, weil Ende des Spiels halt immer ein Checkpoint ist in vielen Spielen. Und 16.000 hätte noch Checkpoint sein können, damit wir nicht ganz so tief fallen, aber hey, wir kriegen doch eh die Millionen, weil ich ein guter Physiker bin. So, worauf weist das Zeichen 273 in der Straßenverkehrsordnung hin? Uran! Auto geklaut, Roller futsch, Moped gemopst oder Rad weg? Ganz ehrlich, wenn das in der Physik nichts wird, werde ich Flachwitze-Ersteller in Wer wird Millionär. Das ist der Radweg. Dankeschön, Rollerfutsch. Auto geklaut. Okay, gut. Echte Hits laufen im Radio hin und her, rauf und runter, kreuz und quer oder von Bonitus zu Pilatus. What? Okay, die laufen im Radio rauf und runter. Bin ich mir ziemlich sicher. Alles klar. Übrigens, die ersten 500 Euro, ich mache das eigentlich nur wegen diesen ersten 5 Fragen, weil die Regeln unglaublich gut sind. Einmal hatte ich eine beim Zuschauen bei Pizza Meet mit, wenn ich betrunken bin und etwas immer noch mag, dann finde ich das. Ausfallschritt, Wiegeschritt, Hackespitze, 1, 2, 3. Und ich habe mich so weggehauen. Wer hat es mangels Abschluss oft nicht leicht auf dem Arbeitsmarkt? Umgeknickte Schüler, eingerissene Lehrlinge, abgebrochene Studenten oder durchgerostete Rentner. Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, das ist ein abgebrochener Student, wobei die auch ziemlich umgeknickt sind und haben einen Riss im Lebenslauf und gerostet sind wir eh alle. Gerade in der Physik sind deine Bewegungen da in gewissen Situation eingerostet. Was dient in weiten Teilen Skandinaviens als gesetzliches Zahlungsmittel? Brückenkronen, Implantate oder Plomben? Okay, das müssen die Kronen sein. Dankeschön. Soweit kenne ich mich aus in der Welt. Woohoo! Welches dieser Wörter darf nach den aktuellen deutschen Rechtschreibregeln nicht getrennt werden? April, Mai, Juni oder Juli? April, Mai, Juni, Juli. Das ist der Mai. So habe ich das früher in der Schule gelernt. Das funktioniert immer noch. Du musst klatschen. Immer wenn du klatschen kannst in dem Wort, dann... das hat die Musik jetzt geändert, weil es jetzt sinnvolle Fragen sind. Immer wenn du klatschen kannst, ist das halt ein Indiz dafür, dass du Seelentrennung betreiben kannst. Ne? High-Quality-Gameplay und so. Wer verdankt seine Riesenkräfte dem Verzehr von Spinaccia oder Lassica? Das wird Popeye sein. Weil Hulk war radioaktive Strahlung, Obelix war in den Trank gefallen, Superman war so geboren. Vielleicht ist er damit geboren. Vielleicht ist es auch einfach nur L'Oréal Paris.
müsste Popeye sein, weil der immer Spinach ist und das wahrscheinlich die lateinische Bezeichnung dafür ist. Im aktuellen Parteilogo der CSU folgen auf die drei Buchstaben ein blauer Löwe und ein rotes Quadrat, eine blaue Raute, ein schwarzes Dreieck, der grüne Punkt. Ich glaube, die sind nicht recycelbar, dafür sind die alle zu alt. Also nicht der grüne Punkt. Ein schwarzes Dreieck, also es sollte die blaue Raute sein, weil ihre komplette Farbe blau-weiß ist. Rot wäre eher SPD, schwarzes Dreieck. Es gibt keine Partei, die, okay, CDU wird immer als schwarz angezeigt, aber es gibt keine Partei, die wirklich ein schwarzes Logo hat. Müsste die blaue Raute sein. Hey, Alter, wir gehen hier durch wie ein heißes Messer durch Butter. Wer war mal Profiboxer und stieg für den Schauspiel-Comeback als The Wrestler wieder in den Ring? Okay, wer war mal Profiboxer und stieg für sein Schauspiel-Comeback als The Wrestler wieder in den Ring? Eddie Murphy, Mike Rowe, Woody Allen oder Johnny Depp? Also Eddie Murphy hat so eine große Fresse, wenn der lacht, dass er definitiv nicht als Boxer geeignet wäre, jeder Schlag wäre ein Kopftreffer. Johnny Depp hat nie was mit Ring gespielt, der ist bekannt für Jack and Cap Sparrow, genau, da dafür hören. Das heißt, es soll funktionieren. Michael Rogue, das ist so ein typischer Boxername, wenn du nicht mehr aussprechen kannst und eine Faust im Mund hast. Woody Allen könnte aber auch sein. Alle meine Telefonjoker wissen das nicht. Ich habe hier zwei Leute aus, die ich gerade gefragt habe, in der Hoffnung, dass sie mir antworten und sagen, ich kann sie anrufen. Eins ist eine Medizinerin, das andere ist ein Mitphysikstudent, der einfach alles weiß, weil er jedes Mal die Geolino liest. Auch wenn er behauptet, das ist die Geo, aber egal. Ich würde fast auf Mikey tippen, wegen meiner wunderbaren Erklärung. Woody Allen könnte aber auch sein. Ich habe den Wrestler nie gesehen. Ich würde mal 50-50 nehmen. Und es ist ja äußerst unwahrscheinlich, so 50-50, dass jetzt einfach Woody Allen und Mike Rock noch dasteht. God fucking damn it! Okay. Wie gesagt, mein Anrufjoker werden das nicht wissen. Publikum sollte das wissen. Das wäre sogar besser gewesen hier. Ich würde einfach mal mit meiner grandiosen Herleitkunst Michael Rourke nehmen. Haha! Alter, der Meister der Logik. Wegen der Faust im Mund. Dank 430.000 Euro Ablöse behielten die Berliner 2009 endgültig ihren Kacker bei Hertha. Wow, wie im Rathaus. Knut im Zoo oder Charlie am Checkpoint. Okay, also es gibt einen Film namens Checkpoint Charlie. Oder irgendwas, dass das gibt. Ihren Charlie am Checkpoint. Also KK bei Hertha. Hertha BSC ist der Hertha Berliner Sportsclub vielleicht. Das könnte passen. Ich weiß, KK ist ein Fußballspieler. Das weiß ich, weil. Gute Geschichte. Der war mal bei Bayern München, glaube ich. Was übrigens der Aussage hier widersprechen würde. Nein, das war bei der Fußballnationalmannschaft, genau. Hat für Deutschland gespielt und der Ansager meinte, und hier kommt Kaka aufs Feld. Es ist halt ein Schwarzer und meine Mutter so, was, das darf der sagen? Guck mal die Mutter an, er heißt so. Es war Kakao und nicht Kaka, aber close enough. Gut, Ablöse würde er erstmal für Fußball tendieren, aber es ist ein Anführungszeichen, also... Und 430.000 Euro ist für einen Fußballspieler verdammt wenig. Knut im Zoo. Es gibt auf jeden Fall den Eisbären Knut. War der nicht im Leipziger Zoo? Nee, warte, unsere Eisbären sind alle gestorben. Dann war das wahrscheinlich im Berliner Zoo. Wowie im Rathaus, das würde ich raushauen. Und Checkpoint Charlie, glaube ich, auch. Also ich wäre eigentlich für Kaka bei Hertha. Aber wenn es Kaka bei Hertha ist, dann weiß das Publikum auf jeden Fall, wir sind Deutschland und Deutschland, da ist Fußball in den Tagesthemen mehr vertreten als alles andere. 5 Minuten Fußball ist bei 15 Minuten Tagesschau, Nachrichten des Tages immer mit dabei. Das Einzige, was damit rankam, und die 5 Minuten vom Fußball, war Notre Dame, die niedergebrannt ist. Was ich immer noch sehr, sehr ironisch und witzig finde. Also Publikum sagt, was ich tun soll. Es ist Knut im Zoo. Gut, dass ich euch gefragt habe, dankeschön. Easy 8000, wir haben nur noch zwei Joker, ich verbrenne die viel zu schnell. Okay, welche beiden Städte waren für Washington Hauptstadt der USA? New York und Philadelphia, Boston und Chicago, Dallas und Denver oder Las Vegas und Los Angeles?
Gehen wir mal schlau daran. USA wurde vom Osten aus besiedelt. Im Osten ist auf jeden Fall New York. Hieß früher New Amsterdam. Weiß ich dank des Liedes It's Istanbul und Konstantinopel. So, es könnte auch... Boston und Chicago würde mir mehr sagen, weil ich auch nicht weiß, wo Philadelphia liegt. Da ist einfach keine Ahnung, wo die sind. Also rein theoretisch, wenn sich von Osten nach Westen ausbreitet... Ich würde fast eigentlich Boston und Chicago sagen. Allerdings weiß ich, dass einer meiner Telefonjoker das zu 100% weiß. Da bin ich mir absolut sicher. Aber ich bin bei 16.000. Ich will eigentlich zu Millionen. Bei 16.000 ist eigentlich ne, mit Joker ganz gut machbar, wie wir gerade gesehen haben. Ich hätte auch 50-50 einsparen können und so weiter. Ne? Okay, ich will eigentlich... Ich kann mir das auch nicht herleiten. Also gut, wie gesagt, von Osten nach Westen. Las Vegas und Los Angeles... Las Vegas ist hart im Westen. Und ist bekannt für seinen Tourismus. Das wäre doof, das als Hauptstadt zu nehmen. Dallas und Denver kennt kein Schwein. Philadelphia gibt's einen Käse von. Oder sowas, eine Butter. Was, keine Ahnung, was das jetzt so gerade. Komm, ich rufe den einfach an. Schauen wir mal, hat der geschrieben, dass ich ihn anrufen kann? Hat er nicht. Ich will ihn einfach mal aus dem Bett... klingeln und hoffen, dass er rangeht. 11 Uhr kann man schon mal wach sein. Hoffe ich einfach mal. Ist immer eine gute Aussage. Ich schreibe ihm erst, ey, gar nicht anrufen, da geht er nicht ran. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Was funktioniert noch nicht. Aber oder warte, kriege ich das selber raus? Ich meine, also ich wäre stark für Boston und Chicago. Ich sag, wie gesagt, der weiß alles, der sollte das auch später noch mitwitzen. Also wir können auch erstmal. Fuck. Wenn Sarah Boston und Chicago ist, wird das Benutzen des Jokers halt jetzt Kacke sein. New York würde halt auch Sinn ergeben. Wie gesagt, die haben das umbenannt, es war früher New Amsterdam, weil halt, ne, darüber gesegelt, dementsprechend aus Holland scheinbar noch mit besiedelt, das Stückchen, aber das macht auch keinen Sinn. Und dann, als es Unabhängigkeitswende kam, dachte ich, warum haben wir hier ein Stückchen Amsterdam bei uns? Wir machen das zu York. Also wesentlich früher. Ich meine, man kann es natürlich umbenennen und sagen, okay, gucke mal, jetzt heißt es, das können wir zur Hauptstadt machen. Oder im Zuge der Hauptstadt Umbenennung so machen. Vielleicht war es auch Dallas in Denver. Wieso weiß ich sowas nicht? Ich meine, Washington D.C. hat auch ein D drin und dann wäre das die 3 Ds. Ah, he wants the big D. Dann wäre es aber Trump, der die ganze Zeit regiert hätte. Das muss doch Boston und Chicago sein, oder? Jetzt kriegt man auch aus dem Namen nicht raus. Ich meine, wenn du eine Stadt gründest, denkst du auch nicht, das ist jetzt mein Hauptstadthof oder so. Das mache nur ich bei Total War. Okay, gut, komm. Normal ist es dieses Risiko-Joker. Ich meine, dafür haben wir ihn genommen, um die 16.000 zu erreichen. Dann können wir auch hier rausballern. Es ist A. Okay. Das können wir mal ganz kurz nachgucken. Warte, wenn wir einmal schlau sein wollen. Wir haben hier New York. Ecosia und so, viel Werbung, New York Wikipedia. Wenn wir mal kurz auf Geschichte gehen. Ich will mal wissen, ob das wirklich dabei umbenannt wurde, genau in dem Moment, wo es hieß, alles klar, die Siedlung erhielt den Namen New Amsterdam und war zunächst Hauptstadt der Kolonie New Netherlands, bis sie 1664 von den Briten erobert wurde und die Stadt den seither gültigen Namen bekam. Genau. Ihr Aufstieg zur Weltstadt begann 1825. Okay, das heißt, es wurde umbenannt 1664. Und wenn wir jetzt hier Hauptstadt reinballern, Hauptstadt, nicht Welthauptstadt, ich weiß, das ist auch mit dabei. Da, die Siedlung erhielt den Namen, ja, das war auch gerade, die neu gegründete Siedlung erhielt den Namen New Amsterdam, wurde zur Hauptstadt der Kolonie New Netherland. In der Siedlung beherrschte der kolonialen Verhältnisse, ja. Von 1788 bis 1790 war New York Hauptstadt der Vereinigten Staaten. 100 bis... Fast 200 Jahre später. Kannst du einfach nicht daran erinnern, dass das mal New Amsterdam war. Okay, das hat also nichts damit zu tun. Gut zu wissen. Säblingen bestellen vor allem Genießer, die Weißwein bevorzugen, gerne Fisch essen, Pilzgerichte mögen oder Rohmilchkäse schätzen. Säblingen.
Das klingt nicht wie ein Weißwein. Säbling gerne Fisch. Warte mal. Säbling bestellen vor allem Genießer, die Weißwein bevorzugen. Es sind auch nochmal andere Verben dahinter. Pilzgerichte mögen heißt jetzt nicht, dass das Säbling ein Pilzgericht ist, sondern dass man es dazu brauchen könnte. Rohmilchkäse schätzen oder gerne Fisch essen. Oh, Säbling könnte kein Fisch sein, sondern könnte dieses Messer sein, was zum Schneiden von Fisch nötig ist. Also, nicht nötig ist, aber dieses unglaublich stumpfe Messer, was leicht angeknickt ist, um dann damit letzten Endes den Fisch zu essen, weil sie ihn genießen wollen. Weil warum brauchst du, um Pilzgerichte, wenn du ein Pilzgericht magst, ein Säbling? Ich meine, wenn du wirklich, du könntest Pilzgerichte, Pilze müssen gewaschen werden. Der Pilz, der wird gewaschen, der wird geschnitten, dafür kann es irgendwas geben, was ihn auseinander säbelt. Das kann sein. Da müsste aber alles geschrieben werden. Und dann halt den Pilz einzeln, was du nicht einzeln schneiden musst. Aber das kannst du auch, jedes andere Gericht, was du schneiden musst, kannst du darin dann auch machen. Das heißt, Pilzgerichte würde ich nicht sagen, außer es ist Schimmelkäse und den Pilz darauf, meinen sie. Rohmilchkäse schätzen. Wäre dann, du hast deine Rohmilchkäse, ne, da kann natürlich auch irgendwas Säbling heißen, aber das heißt, du, von Käse musst du doch irgendwie die oberste Lake mit abtrennen. Das kannst du ja wegsäbeln, das kann ja sein, und dass dieses Gerät, was das macht, einfach ein Säbling ist, nein, das ist Englisch, Say, wie sailen, also segeln, und beim Segeln bekommst du Fische. Ja, jawoll! Easy! Sag ich das, dieses scheiß Messer, vertraut mir. Wir gucken das nach. Bildungsauftrag und so. Säbling. Exakt, es gibt Rezepte für Säbling. Säbling Wikipedia. Die Gattung Säbling gehört zu einer Gattung aus der Familie der Lachsfische. Schon Hawking lehrte uns, solange du zwei Theorien zum selben Ergebnis führen, kannst du beide benutzen, alles ist easy. Solange du für beide gleich viele Annahmen brauchst. We all came out to Montreux on the Lake Geneva, fucking Genoa, Shoreline. So beginnt der Text des Rockklassikers Satisfaction. Nothing else matter, we will rock you. Nee, we will rock you is matter your face, you're a big disgrace. Somebody better put you back to your place, singing we will, we will. Es geht ja fast genauso los, mein Sohn. Buddy, you're a young man, strong man, sing back someday. Also nein, es geht anders los, das kann raus. Nothing else matters ist nicht Queens Premium Rhapsody, auch wenn ich jetzt mal dran denken muss, mit Nothing Really Matters. Satisfaction, kenne ich auch nur das. Das könnte sein, dass es hier gemeint ist, weil Satisfaction bis auf Satisfaction kann man dem Lied nichts verstehen. Dann wäre so ein We all came out of Montreux on the Lake Nova Shore, das ist komplett falsch, aber das wird passen. Und Smoke on the Water. Ist das Ding in der Mitte. Wie geht das los? Wie geht Smoke on the Water los? Keine Ahnung. Aber es würde keinen Sinn machen. We all came to Montreux on the Lake Geneva Shoreline. Doch, es würde Sinn ergeben. Weil dann kommen, ist ja, die fahren ja auf dem See und machen da Wasserpfeife. Mit Smoke on the Water ist ja eine Wasserpfeife gemeint. Das würde da eigentlich passen. Nothing else matters wird auch so nach dem Motto, wir schwimmen auf dem See und da ist alles egal. Aber nothing else matters, das kenne ich halt überhaupt nicht. So ein wild guess. Ich wäre eigentlich fast schon zu Smoke on the Water. Aber das kann natürlich auch misleading sein, weil es ein Lake Geneva ist und die mich da reinhauen wollen. Dann wäre Satisfaction das Richtige. Oh fucking hell! Also, ich habe momentan eine ein Drittel Chance, richtig zu liegen. Alle meine Leute, die ich anrufen könnte, wissen das nicht. Das weiß ich. Ich kann natürlich fragen, wie Smoke on the Water losgeht, aber Nothing Else Matters war von Elton John, oder? Das hat
der in Montreal zu suchen. Gar nichts. Und Smoke on the Water ist Wasserfall, das habe ich eigentlich, würde ich ortstechnisch eher zu ne anderen Ländern zuordnen und nicht zu Frankreich, weil Wasserfall ja eher so aus Richtung Türkei kommt. Natürlich, ob Montreal jetzt wirklich französisch ist, weiß ich nicht. Es kommt ja schwer mit dazu. Aber es sieht sehr französisch aus. Und Lake Geneva ist auch in Frankreich. Dann macht aber auch Satisfaction keinen Sinn. Harter Diss an die Franzosen. Boah, fucking hell. Ich würde fast noch Smoke on the Water nehmen. Dann falle ich aber runter auf die 500. Scheiße. Aber wie gesagt, ich habe zwei Freunde und keiner von denen weiß, wie diese Songtexte beginnen. Da bin ich mir sicher. Weil Led Zeppelin oder AC/DC, was auch immer das von beiden ist, wechselt sich immer wieder. Aber AC/DC würden nicht, also AC/DC oder was auch so, ich meine, wenn ich an Thunderstruck erinnere, dass wir so da 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 we all came out of Montreux, das Montreux passt nicht zu Satisfaction, dieses Wort passt einfach nicht rein. Also 50-50, Nothing Else Matters oder Smoke on the Water. And we all came out of Montreux on the Lake Geneva shoreline and we smoke on the water. Aber es könnte auch von Krieg handeln. Wenn die, weil Lake Geneva ist nicht so an Shoreline nach dem Motto Battlefield 1, sondern, oder 2 oder so. Fucking hell, you smoke on the water. Jawoll! Es war Wasser auf dem Lake. Oh, okay. Der gebürtige deutsche Bernhard Quandt heißt heute Lee Cham und wurde 2009 Chef der nationalen Tourismusbehörde von I don't fucking know! Großbritannien, Weißrussland, Saudi-Arabien, Südkorea. Okay, der gebürtige deutsche Bernhard Quandt heißt heute Lee Cham. Das reinzuschreiben impliziert ja schon, ja, irgendwas Asiatisches, der wird Südkorea sein. Und wurde 2009 Chef der nationalen Tourismusbehörde von. Aber wozu braucht Südkorea eine so wichtige, dass sie hier vorkommt, Tourismusbehörde? Gut, die leben, glaube ich, ein bisschen vom Tourismus noch mit, aber jetzt nicht so, dass ein Deutscher da so wichtig wäre, dass man sie mit reinnimmt. Großbritannien kann sehr gut sein. Ich habe Lee Cham auch schon mal irgendwo gehört. Das würde für Großbritannien sprechen. Dann haben wir noch Weißrussland und Saudi-Arabien. Also ich will ja eigentlich 125 Millionen. Also, nee, 46.000, 64.000, goddammit, Zahlen und so. Wären ja schon geil für mich. Okay, Weißrussland, Saudi-Arabien, Großbritannien, Südkorea. Fucking hell. Okay, Lee Cham, 2009. Das war vor 11 Jahren. Hier ist eine nationale Tourismusbehörde. Das heißt, es ist für Reisen von diesem Land woanders hin, oder? Oder innerhalb des Landes kann auch sein. Auch Weißrussland. Warum braucht Weißrussland eine Tourismusbehörde? Ich würde Südkorea und Weißrussland raushauen. Saudi-Arabien kann noch sein, das würde Sinn ergeben. So nach dem Motto, okay, gut, da reisen uns wirklich viele Leute hin. Das ist ein Land, was auf Tourismus basiert. Da wäre... Also zumindest jetzt, wenn du dir an diese großen Dinger denkst, von Saudi-Arabien, das... Keine Ahnung, wie es heißt, fuck. Dieses größte Gebäude der Welt und so weiter und so fort, ist ja... Allgemein, die großen Städte Saudi-Arabien sind meistens einfach nur Tourismuszentren, wo dieses Hauptding, wo Touristen hinkommen, voll geil ist, super aussieht. Wenn du 2 Meter nach rechts guckst, ist da eine Müllhalte. Es sind alle krank, liegen tot auf dem Boden. Stark übertrieben, ich war noch nie da. Aber es gibt diese Hauptzentren, wo du halt denkst, oh geil, und dann daneben ist halt alles scheiße. Das heißt, die sind wirklich so tourismusorientiert. Aber ich glaube, ich habe schon mal gehört, dass Großbritannien war. Es war Südkorea! Ah! Es war wirklich einfach so, och, der hat asiatischen Namen, nehmen wir Südkorea! Fucking hell! Okay, wie lange haben wir aufgenommen? Das waren
25 Minuten, komm, wir machen noch eine Runde. Also nicht dasselbe, sondern Spiel des Tages. Wir können jetzt auch noch die letzte Sendung mitmachen. Ralf Schnurr. Ja, why not? Komm her, mein Boy. Wir machen diesmal nicht Risiko. Wobei, der hat mir schon geholfen, ne? Aber ich will die 16.000. Ich will jetzt mehr schaffen. Und dann ist mir 16.000 schon relativ lieber. Dann gehe ich... Dann habe ich mehr Grundrisiko zu gehen. Das passt schon. Interessanterweise. Okay, ergänzen Sie mit Sack, mit Rad, mit Schimpf und mit Stumpf zu gebräuchlichen Redewendungen. Mit Sack und Pack. Das muss ich reimen. Reimt euch fressig. Mit Rad und Tat, mit Schimpf und... Keine Ahnung, und Stumpf und Stier. Also Schimpf und Schande, Schimpf und Stier, weil du hast ihn mit Stumpf und Stier aus dem Boden gerissen. So, wo residieren knapp 150.000 Einwohner? Zuckertempel, Pfefferschloss, Curry Palace. Wow! Wow! Bis zum letzten wusste ich, was wir wollten. Salzburg ist eine Stadt in Deutschland. Was ist korrekte Deutsch, Junge? Ich stiere sie Hengste, er Eber, du Böcke. Was? Was? Okay, ich stiere in die Ferne. Also wie ich... Oh mein Gott. Ich kann doch kein Deutsch. Die Hengste. Hängen. Häng, aber... Denkste, Hengste? Eber. Was soll das Wort sein? Ich Eber, du Eber, er, sie, es Eber, Ebere, Ebern, Ebar, Ebor... Stieren würde ich mir vorstellen können, aber du Böcke, du bockst, das gibt's. Deswegen ist es nicht D. B, sie Hengste. Ah, hängen, wie Hanging Tree, sie Hengste am Baum. Aber hängen kommt von Hang und wird mit A geschrieben und dann mit Ä. Also sie Hengste da auf, ne? Warum hast du deine Frau auf, hier drin, warum hast deine Frau draußen aufgehangen? Hier drin war kein Haken. So, aber... Aufgehangen mit A. Okay, also das ist B auch nicht. Er Eber. Er Eber. Ebor, Ebar, Eber. Gebären. Ebern. Keine Ahnung, es wird Stirn sein, oder? Ja, alles klar, Deutsch geregelt. Was lässt sich in vielen Küchenschubladen finden? Hammer, Löffel, Hobelgabel, Sägemesse oder Bohrkelle? Alter, ich kann auch nicht kochen. Was ist das für eine Scheiße hier? Okay, ein Hammerlöffel. Macht keinen Sinn. Sägemesser würde Sinn ergeben. Halt ein Messer mit einer Sägenscherbe dran. Hobelgabel. Könnte es sein, aber... Ich meine, das ist Hobeln, Sägen, Hammern, Bohren. Das sind alles Sachen, die da irgendwie... werkstatttechnisch machen kannst. Löffel, Gabel, Kelle, Messer sind logischerweise dann die Bestecke. Bohrkelle, mach... Ich sag das Sägemesser, das macht das einzige Sinn. Dankeschön. Okay. Was sieht man schon mal auf dem Platz, wenn ein Freistoß gegen Hertha BSC gepfiffen wird? KDW, Palast der Republik, Rotes Haus, Berliner Mauer. Okay, das ist nice. Das ist not bad. Sehe ich ein. Wer auf Kosten eines anderen lebt, bis er selber nichts mehr hat, der frisst ihm redensartlich die Haare vom Kopf. Butter vom Brot, Rosinen aus dem Kuchen. Das wäre ja was Nettes. Kleider vom Leib oder Haare vom Kopf? Bei Kleider vom Leib gibt es auch. Habe auch schon mal gehört. Wo befindet sich im menschlichen Körper das Kreuzband? Es gibt einen Kreuzbandriss und das ist... Oh fucking hell. Leute, die einen Kreuzbandriss haben, laufen immer mit Krücke rum. Knie, Bizeps, Ohr, Wirbelsäule. Muss es das Knie sein. Dankeschön. In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch sieht's oft aus wie Hexerei. Geht's nicht ohne Sauerei, endet's oft mit Keilerei. Das ist wenigstens richtig. Gibt's so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knitsch eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäcker. Ich wurde gut erzogen. Ja, danke, Mutti. Wo gründete Mutter Teresa 1950, meine Mutter, ihren Orden Missionarinnen der Nächstenliebe? Yokohama, Sao Paulo, Kalkutta, Nairobi. Missionarinnen der Nächstenliebe. Ich würde spontan auf Sao Paulo gehen.
Mutter Teresa würde ich eher in Brasilien einordnen. Wie viel war jetzt falsch? Keine Ahnung. Gut, wir machen das Publikum. Es war kein Kutter. Okay, dankeschön. Ich hoffe, man sieht diese Absprache im Hintergrund noch mit. 2001 gab es in Deutschland erstmals eine Bundestagspräsidentin. So lange her? Bundesratspräsidentin, Bundesstaatspräsidentin oder Bundesministerpräsidentin. Was ist denn Angela Merkel? Es ist unsere Bundesministerpräsidentin. Nein, warte, Bundestagspräsidentin. Gott fucking damit, was ist Angela Merkel? Das ist unsere Ministerpräsidentin. Nein, das ist... Oh, fucking hell! Das kann ich doch nicht. Bundesratspräsidentin, Bundestagspräsidentin, Bundesstaatspräsident oder Bundesministerpräsidentin. Alter, wenn ich da jemanden anrufe, dann erklärt die mich für dumm. Fucking hell. Okay, Bundestagspräsidentin. Erklären wir das mal ganz kurz sinnvoll. Du hast den Bundestag. Das sind die Leute, die da rumsitzen und debattieren, ne? Das ist der Bundestag, wenn der sich trifft, wenn der macht, der arbeitet jeden Tag und kriegt irgendwas raus. Da sitzt eine vorne und die sagt, du darfst reden, du darfst reden. Das kann sein, aber ich glaube, wie gesagt, 2001, ist es ein Wahljahr? Ich habe gerade EM und Wählen verwechselt, weil ich dachte, Wählen ist... Genau, warte mal, 2011, nee, 2021 war wieder Wahljahr. Und Angela Merkel ist 15 Jahre, glaube ich, im Amt. Oder 20? Also ist sie schon 20 Jahre mit dabei? Keine Ahnung. Bundesratspräsidentin. Was war der Bundesrat? Oh, hätte ich jetzt mal in GRW aufgepasst. Gemeinschaftskunde, Rechtserziehung, Wirtschaft. Bundesstaatspräsidentin. Oh, Alter. Bundesministerpräsidentin. Das macht doch am meisten Sinn. Es ist unser Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin. Aber ist nicht der Ministerpräsident momentan hier Jean-Claude Steinmeier oder wie der hieß? Der war doch Ministerpräsident. Das heißt, wir haben noch die Ratspräsidentin und den Bundesstaatspräsidenten. Guck mal, jetzt 50-50 wäre sinnvoll. Alter, willst du mich verarschen, Spiel? Es sind immer genau die, die ich ausgeschlossen habe, die du raushaust. Das ist nicht fair. Okay, Bundesstaatspräsidentin, Bundesratspräsidentin. War der Bundesratspräsident nicht auch nur vorführende Wirkung, hat eigentlich nichts getan? Dann müsste es Bundesstaatspräsidentin sein. Fucking hell! Okay, gut, warte mal. Bundesratspräsidentin. Präsidentin. Das gibt's doch gar nicht. Präsident des Bundesrates, Deutschland. Das ist amtierender Dietmar Woidke. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber bisher ignoriert. Das heißt, sie meinten gar nicht Angela Merkel? Gott, fucking damit. Was war es jetzt? Staat habe ich noch gewählt, ne? Bundesstaatspräsidentin. Aber da sehe ich nur. Das gibt's gar nicht! Mann! Okay, gut. Einmal geht noch. Sebastian Langrock. Rocken wir das Ding zusammen und dann gehe ich wieder Risiko, weil dann Risikojogger hätte das gewusst. Fuck! Okay. Ohne diese Sportler aufsteigen nach der Anzahl ihrer olympischen Goldmedaillen. Oh, fuck. Phelps hat viele. Michael Schumacher ist Formel 1 Olympia? Ich glaube, doch, das läuft nebenbei immer mit, ne? Aber ich glaube, der hat keine. Aufsteigen, also hat er null. Michael Jordan, Michael Stich. Phelps war Schwimmer. Er hat, glaube ich, sogar schon ein paar Mal gewonnen. Der muss 1 oder 2 sein. Jordan klingt wie schnell laufen. Der ist ganz oben. Also Stich, Phelps, Jordan. Naja, hey, 50-50. Okay, wenn das Wetter gut ist, wird der Bauer bestimmt den Eber, das Ferkel und einen drauf machen? Die Nacht durchzechen? Die Sau raus... auf die Kacke hauen. Und auf die Kacke hauen! Dann wird's gutes Wetter, wenn der Bauer auf die Kacke haut. Exakt, deswegen haue ich immer auf die Kacke, nur damit ihr gutes Wetter bekommt. Was ist meist ziemlich viel? Eine stolze Summe, selbstbewusste Differenz, ein arroganter Quotient oder ein hochmütiges Produkt? Sehr toll.
Gut, dass ich Physik studiert habe, dann hilft es mal. Wessen Genesung schnell voranschreitet, der erholt sich hinguckens, anschauens, zusehends oder glotzens. Also ein Ösi jetzt Pfeil, dann glotzens. Aber ansonsten zusehends. Okay, schön. Natürlich spielten musikalische Menschen auch im Westsaxophon, Nordklarinette, Südposaune oder Ostblockflöte. Nice! Äußerst nice! Wobei gibt es keine geringen Öffnungszeiten. Baumärkte, Möbelhäuser, Teppichgeschäfte, Fensterläden. Oh, ich habe kurz drüber nachgedacht, was die damit meinen. Nice. Kann ich einfach immer diese 5 Fragen am Anfang machen? Das reicht mir schon. Was war bereits seit Mai 1969 ein beliebtes Zahlungsmittel im europäischen Raum? Euronoten, Euroscheine, Eurochecks oder Euromünzen? Euronoten. Ja, die Eurochecks kamen ja erst mit der Europäischen Union. Irgendwas übersehe ich hier. Eurochecks, Euronoten, Euroscheine, Euromünzen. Ich stehe auf den Schlauch. Euromünzen, Euroscheine, Euronoten. Also ich meine, wenn wir Scheine und Münzen haben, ist ja beides da als der Euro. Also müssten Euronoten eigentlich das Richtige sein. Fuck. Alter, wenn der 1000-Euro-Frage Joker raus, ist auch kacke. Wollen wir einfach Risiko reingehen? Nur was machen wir es nochmal? Wie lange haben wir aufgenommen inzwischen? Oh mein Gott, das Bild ist ja auch einfach komplett voll. Verdecke ich irgendwas? Keine Ahnung, es ist so schwer zu erkennen hier. Wir nehmen 37 Minuten auf. Ja, komm, Anton. Das sind die Euro-Checks. Scheiße! Okay, Leon Windscheid, auf geht's! Ich will ja nur die 500 Euro fahren, dann passt das. Und, okay, nochmal, jetzt nochmal richtig, wir wollen mehr Geld bekommen als vorher, also mehr als 500. Oder sie diese Gruppen aufsteigen nach ihrem Durchschnittsalter in Deutschland. Die sind, unendlich und das, was ihre Sexpartner machen, ist so um die 9. Fußball-Bundesliga-Profis um die 30. Normalerweise. Bundestagsabgeordnete, da CDU drin ist, auch sehr alt, konkurriert mit Erzbischöften, Abiturienten. Abiturienten sind die wenigsten. Da kommen auf jeden Fall Bundesliga-Profis, danach müssen Bundestagsabgeordnete nach Erzbischöfen. Easy. Was mir selbst im stark betrunkenen Zustand gefällt, das ist das, was ich schon gesehen habe. Hackespitze. Drehung war's. Fuck, dann kenne ich das schon. Dann beenden wir das. Wie gesagt, kenn das, das wäre langweilig. Schade! Okay, dann haben wir noch Ronald Tent heute. Mit etwas Glück kenne ich den noch nicht. Okay. Welche Farbe hat im RAL-System die Nummer 3004? Purpurrot. Purpurrot. Dankeschön. Von allen Seiten betrachtet oder auch wie man es nimmt. Wie man es startet und gibt Gas. Biegt ab und verfährt sich. Hält an und fragt Passanten. Dreht und... Uff! Uff! Hartes Uff! Beschäftigt der 5-malige Tour de France-Sieger Hinault entsprechende Hausangestellte, dann arbeiten bei Fox Terrier, Dalmatiner, Repinscher oder Bernhardiner. Nice one! Lässt man sich auf eine Beziehung mit einem Schönheitskönigin ein? Hat man sozusagen ein Ungleichgewicht? Lässt man sich auf eine Beziehung mit einer Schönheitskönigin ein? Ein Übermaß? Ein Miss... Weil sie eine Miss Universe ist. Ein Missverhältnis. Nice one! Gesundheitsbewusste Strandurlauber sind auch beim Strandgang mit Abstand zu versehen. Nünftig, vernünftig, sonnenbesonnen, sichtig, umsichtig oder Sam achtsam. Sam achtsam. Sind beim... sonnenbesonnen, weil sichtig, umsichtig macht auch Sinn, aber sonnenbesonnen ist ganz gut. So. Wer einen Keller sucht, findet ihn buchstäblich im September, im Oktober, im November, im Dezember. Was? Wer einen Keller sucht, findet ihn buchstäblich im September,
September. November, Dezember, Oktober. Einen Kellner sucht. Fuck, okay. Einen Kellner sucht. Das macht die Sache nicht besser. Im September, im Oktober, im November, im Dezember. Mir ist klar, dass es nicht die Monate sein werden. Das macht keinen Sinn. Das heißt, es gibt einen Ort in der Küche, der so heißt. Der September heißt, der November heißt, der Dezember heißt oder der Oktober heißt. Einen Kellner. Was zur Hölle? September, November, Oktober, Dezember. Wer einen Kellner sucht, findet ihn buchstäblich. Oh mein Gott! Buchstäblich, wir müssen das zusammensetzen. Also es ist ein Temper, Emper, Eptem, ein Bär, ein Ober! Da ist es! Du findest den Ober im Oktober. Oh Gott, fucking dammit! Buchstäblich im... In welcher Sendung kam unter anderem Janet Biedermann, Mark Forster, Ledermann ins Tauschgeschäft? Sing meinen Song. Da waren genau Mark Forster und Ledermann mit zusammen. Koch mein Leibgericht für meine Frau, weiß ich dank meiner Mutter. Was so mancher selbst im nüchternen Zustand nicht hinbekommt, korrekt schreibt sich der beliebteste Cocktail. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Caipirinha. Caipirinha. Caipirinha, das muss das mit dem geschwungenen N sein. Was? Was? Haben wir noch irgendwas? Wo ich mich, das waren, ey, wir können doch mal die Sendung davor nehmen. Nice. Fuck, jetzt habe ich mein Ding verrutscht. Nein! Ist das halbwegs im Bilde? Na, fuck. Jetzt werde ich nicht wieder hinbekommen, nein! Bisschen runter noch? Komm schon, ich wollte... Okay, wir sind jetzt auch schon 42 Minuten auf. Okay, gut. Dann habe ich halt keinen Telefonjoker benutzt, weil ich zu schlecht dafür war. Fuck. Ich würde trotzdem vielmals fürs Zuschauen. Ich hätte mehrmals anrufen können. Das war nach dem ersten Mal nicht wieder gut. Ich hatte gehofft, dass wir noch zu Millionen kommen. Ah, hätte ich noch Leute anrufen sollen. Fuck. Egal. Ich würde mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sagt mir Bescheid und Feedback lieben gerne in die Kommentare. Und damit adios, amigos. Und hoffentlich auf Wiederhören.